Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Des Gevatters Rot von Markus Weber. Einst, weit bevor unsere Väter, Großväter und Urgroßväter das Licht der Welt erblickten, lebte in einem schwarzen Königreich, welches aus schwarzem Marmor bestand, ein junger Schmied. Er verdiente ein paar Groschen am Tag. Seine Arbeit war hart und er besaß nichts, was auch nur im Ansatz Wohlstand andeutete. Dennoch stand er jeden Morgen mit einem Lächeln vor seinem Amboss und verrichtete seine von seinem Vater vererbte Arbeit. Mit jedem Schlag auf das glühende Eisen funkelten seine Augen mehr und mehr auf, und als er sein Kunstwerk in das kühle Nass steckte, damit es hart wurde, war es, als würde es ihm alle Last von der Seele nehmen. Eine Frau oder Nachkommen hatte er nicht, wie sollte er auch dazu kommen? Von morgens bis nachts waren sein Amboss und sein Hammer seine einzigen Gatten. Allerdings wünschte er sich auch nicht, dass ihm eine heiratsfähige Jungfrau über den Weg lief. Er verschwendete keinerlei Gedanken an solch Gelüste. Für ihn galt es nur zu schmieden und seine Werkzeuge, Waffen, Rüstungen und all die Spielereien, die sich seine Kunden wünschten, herzustellen. Er sah all die verschiedenen Formen aus Stahl als seine Kinder an. Und daher wurde ein Auftrag besser und schöner als das davor. So vergingen die Jahre. Der Schmied wurde älter und sein Haar warf das Braun der Jugend ab und legte sich das Grau des Alters an. Die straffen, starken Arme, welche unzählige Male den Hammer schwangen, wurden schwach und müde. Seine adlergleichen Augen verloren nach und nach ihr Licht. Sein Herz, welches voll und ganz für sein Handwerk schlug, wurde langsamer. Der Stahlkünstler wusste, dass bald sein letzter Kunde kommen würde und ihn mit sich nehmen würde, aber dennoch lächelte er jeden Tag und schlug, wenn auch langsamer und nicht mehr so stark, auf den glühenden Stahl, tauchte diesen in das Wasser und atmete dabei erleichtert aus. Kein Sohn wurde ihm geschenkt, der sein Werk fortführen will, keine Frau, welche sich um ihn kümmerte. Die Sonne war bereits seit langem hinter den Wäldern versunken und ihr Gegenspieler der Mond warf sein fahles Licht über die pechschwarzen Mauern des Reiches. Der Schmied wollte gerade die Flammen seines Ofens löschen, als ein junges Mädchen hereintrat. Sie war sehr jung an Jahren, lass sie gerade mal 8 Winter erlebt haben, und trat an ihn heran. Sie zog aus ihrer Tasche einen großen Klumpen eines Metalls und einen roten Edelstein hervor, welche der erfahrene Schmied noch nie zuvor gesehen hatte. »Bitte, Großväterchen«, begann das Mädchen zu sprechen und sah den Mann traurig an. »Schmiede mir einen Armreif und setze meinen Stein darin ein.« Das Kind sah zu Boden und sagte mit leiser Stimme, »Leider kann ich dich nicht mit Gold oder Silber entlohnen, allerdings will ich dir etwas anderes dafür geben.« Der Schmied war irritiert und etwas verwundert. Wo kam dieses Kind her? Er hatte sie noch nie zuvor hier gesehen, und was machte sie um diese Zeit noch allein auf den Straßen? »Ich werde deinem Wunsch nachkommen. Gebe mir Zeit, bis die Sonne den Mond wieder besiegt«, antwortete er mit sanfter Stimme, auch wenn er nicht wusste, warum er dem zustimmte. Er nahm das Material und das Mädchen verschwand in der Dunkelheit der Nacht. Der Stahl glühte viel schneller und stärker als alle bislang vor ihm. Er ließ sich viel schwerer bearbeiten und nahm nur mit viel Mühe nach und nach die gewünschte Form an. Der Schweiß tropfte dem alten Junggesellen von der Stirn und verdunstete sofort, als es das glühende Werk berührte. Die Stunden liefen ab, während die Sonne allmählich den Kampf gewann.
Gerade als der erste Strahl der Morgensonne in die bescheidene Hütte fiel, setzte der Graue den Stein in die Fassung ein und begutachtete sein Werk. »Du, mein Kind, bist wahrlich das Schönste meiner Werke«, flüsterte er dem Ralf zu und lächelte erneut. Als hätte sie es gehört, kam das kleine Mädchen in die Schmiede und ihre junge Stimme drang von hinten an ihn heran. »Guten Morgen, Großväterchen, hast du meinen Wunsch erfüllt?« Der Schmied hob den Ralf an, drehte sich zu dem Mädchen und reichte ihn ihr. Die Kleine begann zu strahlen und legte sich das Schmuckstück an. »Du hast mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllt, Großväterchen. Nun sag mir, was ist dein größter Wunsch?« Der Alte begann zu lachen und setzte sich auf einen Schemel. Er beugte sich etwas nach vorn zu ihr. »Ich habe keinen Wunsch, den du mir erfüllen könntest. Dein Lächeln und deine Freude über mein Werk sind ehrlich und echt. Dies ist die Bezahlung, die ich mir von dir gewünscht habe. Damit ist die Rechnung beglichen.« Das Mädchen sah ihn verwundert an. »Gibt es denn gar nichts, was du dir von Herzen wünschst, bevor dich der Gevatter holt?« Der Schmied überlegte kurz und sah dann auf den Armreif. »Doch, noch nie habe ich solch ein schönes Rot gesehen wie das des Steines an deinem Handgelenk. Ich würde es gern öfter sehen. Ich würde es gern überall sehen.« Verblüfft sah das Mädchen auf ihr Schmuckstück und nickte dann strahlend. »So sei es, Großväterchen, ich werde dir deinen letzten Wunsch erfüllen.« Mit diesen Worten drehte sich die Kleine um und hüpfte davon. Der Alte stand auf und griff nach seinem Hammer. Er tat erneut das, was er am besten konnte. Er brachte seinen Stahl zum Glühen, und als er auf ihn sah, bemerkte er, dass er so rot glühte wie der Stein, den das Mädchen bei sich trug. Er schlug und schlug immer weiter auf sein Material. Es gab ganz schnell nach und verformte sich noch schneller nach seinen Wünschen. Er lächelte wie immer, doch dieses Mal war es reiner und ehrlicher. Die Last, die von ihm fiel, als er sein Meisterwerk in das Wasser tauchte, fühlte sich an, als wäre sämtlicher Ballast von ihm gewichen. Das erste Mal in seinem Leben, auch wenn er glücklich schien, fühlte er sich frei von allem und sein Glück erfüllte ihn voll und ganz. Als er sein Stück aus dem Wasser zog, hielt er einen Armreif in der Hand, denselben, den er für seine Kundin gemacht hatte. »Können wir nun gehen?« fragte eine sehr junge Mädchenstimme, welche von hinten an ihn herandrang. Der Schmied legte seinen Hammer nieder und ohne sich umzuwenden nickte er. »Ja, Gevatter, ich bin soweit.« Das war »Des Gevatters Rot« von Markus Weber. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.